Warum hat das Opfer von James Potter Lily Potter nicht geschützt, als Voldemort versucht hat, den kleinen Harry Potter zu töten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Das heutige Thema ist etwas, das eine Menge Zeit in Anspruch nimmt, um es zu verstehen. Es geht um die Nacht, als Lord Voldemort zum Haus der Potters in Godric's Hollow kam und James und Lily Potter ermordete. James Potters Tod, obwohl Harry durch Lilys Liebe zu ihm geschützt wurde, ist ziemlich verwirrend. James opferte sich sowohl für Harry als auch für Lily, doch es geschah nichts, kein Schutzzauber, kein Liebesopfer. Also was genau ist passiert? Warum hat das Opfer von James seine Familie nicht geschützt, während Lily es geschafft hat? Lasst uns beginnen. Wie ich bereits in der Einleitung des Videos gesagt habe, hat Lilys Opfer ihren Sohn Harry vor Schaden bewahrt. Doch ihr Mann James Potter opferte sich selbst, um Voldemort aufzuhalten, in der Hoffnung, dass seine Frau und sein Sohn entkommen konnten. Lilys Opfer hat funktioniert, aber James Opfer nicht. Also was genau war der Unterschied? Habt ihr euch schon mal Gedanken über dieses Szenario gemacht? Nun lasst uns zuerst einmal das Opfer von Lily betrachten. Zunächst einmal wusste Lily, dass Voldemort kommen würde und was er vorhatte. Es gab wenig, was sie oder James hätten tun können, um ihn aufzuhalten. Voldemort wollte das Kleinkind töten, um die Erfüllung der Prophezeiung zu verhindern und die Bedrohung durch seine Macht und Herrschaft zu stoppen. Also schauen wir uns an, was Lily in der Zeit vor ihrem Tod getan hat. Sie sagte Harry immer wieder, wie sehr er von ihr und James geliebt wurde. Es war offensichtlich, dass sie wusste, dass dieser Abend nicht gut enden würde, und sie konnte wegen des Schutzzaubers um das Haus herum nichts tun. Es ist auch wichtig zu betonen, dass Lily sich in keiner Weise gewehrt hat. Sie hat keinen Zauberstab benutzt oder versucht, den Mörder anzugreifen, um ihn abzuschrecken. Sie hat nichts gegen ihn getan. Sie hat ihn nur angefleht, sie zu nehmen und nicht ihren Sohn anzurühren. Stattdessen machte Voldemort ihr mehr als einmal klar, wer er eigentlich ist. Das zeigt, wie viel Respekt der Dunkle Lord tatsächlich für Severus Snape hatte. Vergesst nicht, dass es Snape war, der ihm von der Prophezeiung erzählt hatte, und Snape, der ihn anflehte, Lilys Leben zu verschonen, da sie seine einzige Freundin gewesen war. Das Überraschendste ist, dass Voldemort tatsächlich zugestimmt hat, was zeigt, dass der dunkle Herrscher trotz seiner schrecklichen Taten, seiner Stimmungsschwankungen und seiner kaltherzigen Natur Loyalität und harte Arbeit belohnte. Er hielt sein Wort und gab Lily die Chance zu leben, obwohl er wusste, dass sie sich verweigert hatte, zur Seite zu treten und bereitwillig zuzulassen, dass ihr Unheil zustößt. Wie wir alle wissen, weigerte sich Lily, beiseite zu treten und opferte sich lieber selber. Ihr Opfer für ihr Kind war die ultimative Form des Schutzes, eine Art Magie, über die Voldemort nicht einmal nachgedacht hat. Er versuchte, sie zu töten, doch das ging nach hinten los. Er entkörperte sich selbst und wurde so etwas wie ein Geistwesen für die nächsten 13 Jahre. Es war Lillys Opfer, das ihren Sohn beschützt hat. Es ist so einfach wie das. Eine Mutter hat sich geopfert, damit ihr Kind leben konnte, wie jedes andere Elternteil auch. Dann dauerte es eine Weile, bis man merkte, wenn sich Lily geopfert hat und ihr Kind beschützt hat, warum konnte James nicht das Gleiche für sich und seine Frau tun? Also lasst uns betrachten, was mit James passiert ist und wie er gestorben ist. James hatte zuvor bereits dreimal gegen Lord Voldemort gekämpft und er war sehr geschickt im Umgang mit dem Zauberstab. Also war es kein klarer Fall von Voldemort war einfach zu stark und tötete ihn. Der dunkle Lord hätte sich an James' Fähigkeiten erinnert und sein Vorgehen nicht auf die leichte Schulter genommen. James eilte mit Harry zu Lily nach oben, machte aber den fatalen Fehler, seinen Zauberstab unten zu lassen, als er mit Harry spielte. Kurz zuvor war es natürlich nicht fair, dass Voldemort James nicht erlaubte, seinen Zauberstab für ein ehrenwertes Duell zu holen. Es ging aber um Leben und Tod. Für den dunklen Lord war Harry derjenige, der ihn auslöschen würde. Vergiss nicht, dass die Ehre auf dem Spiel stand. James wusste, dass er ohne seinen Zauberstab keine Chance hatte. James wusste, dass er sterben würde. Voldemort lachte sogar, als er hörte, dass James sagte, er würde ihn aufhalten. Auch ohne seinen Zauberstab konfrontierte er James im Flur und tötete ihn ohne zu zögern. Und er trat über seine Leiche, als wäre sie nichts. Voldemort tötete Lily und nichts passierte. Macht das Sinn? James stellt sich einfach zwischen Voldemort und seine Familie, obwohl er wusste, dass er sterben würde. Wo war die Macht der Liebe in diesem Moment? Hier ist die Erklärung.
Es ging nur um die Absicht Voldemorts und die Absicht von James. Voldemort hätte James zu keinem Zeitpunkt verschont. Bei Lily war das anders. Schon bevor Lord Voldemort dort ankam, wusste er, dass er zu diesem Haus gehen würde und James töten würde, selbst wenn James sein Einverständnis gegeben hätte. Nehmen wir Harry, der mit der Theorie des Todesfluches experimentierte. Der dunkle Lord würde trotzdem James töten, nichts würde daran etwas ändern. Darüber hinaus war James mehr darauf konzentriert, den dunklen Lord daran zu hindern, an ihm vorbeizukommen. Sein Hauptziel war es, seine Familie zu retten, aber im Gang wollte er Voldemort aufhalten. Er wollte ihn physisch angreifen. Die Regel Nummer 1 für den Opferschutz ist es jedoch, sich selber zu opfern und nicht zu kämpfen. So opferte Harry sich im verbotenen Wald für seine Freunde, um sie zu schützen. Er ging auch freiwillig in den Tod, da er wusste, dass er sterben würde und vor allem, weil er bereit war. James, der auch immer dachte, dass er den dunklen Lord aufhalten könnte, glaubte, dass er überleben könnte. Deshalb wollte er versuchen, ihn aufzuhalten, auch wenn sein Schutz nun nicht mehr zählt. Es gibt jedoch noch einen sehr wichtigen weiteren Grund, und das ist die Möglichkeit zu leben, wie ich bereits erwähnte. Voldemort wollte immer James töten, das war seine Absicht und er hat seine Meinung darüber nicht geändert. Aber er wäre nicht mit der gleichen Intensität nach Godric's Hollow gegangen, um Lily zu töten. Tatsächlich wollte Voldemort sie sogar leben lassen, wenn sie es gewollt hätte. Das ist es, was Lilys Opfer so mächtig macht und was Harrys Opfer im Wald widerspiegelt. Lily hatte die Wahl, zur Seite zu treten oder zu sterben. Sie wählte den Tod in der Hoffnung, Harry zu beschützen, und genau das tat sie. Das soll nichts von James' Opfer wegnehmen. Was er tat, war unglaublich mutig. Aber wie ich bereits sagte, ist die wichtigste Regel für ein Opfer, dass man bereit ist zu sterben und den Tod über das Leben seiner Liebsten zu stellen. Dieses Szenario wurde von J.K. Rowling selbst bestätigt, kurz vor der Veröffentlichung des Buches Die Heiligtümer des Todes. Das ergibt viel Sinn, denn J.K. Rowling würde niemals etwas im Voraus verraten, was den Lesern den Lesegenuss verderben könnte. Nachdem das gesagt ist, bleibt die Frage: Gibt es noch andere Gründe, warum ihr glaubt, dass das Opfer nicht funktioniert hat? Oder seid ihr mit J.K. Rowlings Erklärung zufrieden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das war es wieder mit diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.